So, wir sind gewandert von Schöppmannholmen durch den Skuleskogen Nationalpark zu einem wunderschönen See, haben dort übernachtet und heute sind wir weiter und sind auf den Gipfel. Gestern hat es fürchterlich geregnet, deswegen sind wir nicht weiter, weil wir wussten, dass heute paradiesisch die Sonne scheint. Und jetzt haben wir einen phänomenalen Blick. Jetzt kommt die Insel Trysunda ins Bild, wo wir auch schon waren. Eine unglaubliche Gegend. Ganz toll zum Wandern und natürlich zum Segeln. Ist jetzt schon die Insel, wo wir hinwollen. Als nächstes. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter nach Docksta und fahren dort mit der Fähre nach Möllom und treffen dort Vivica und Peter. Moritz der Flitzer. Hier gleich vor Bord. Wir sind immer noch an der Högerküste. Heute ist kein Wind, das Meer spiegelglatt, deswegen darf Moritz allein mit dem Außenborder, mit dem Beiboot rumflitzen und er hat Order, bei uns in der Nähe zu bleiben. Ob er das auch tut. Wir machen heute mal einen Erkundungstag. Das heißt, wir haben lauschiges Wetter. Mittlerweile können wir etwas segeln. Es geht nicht sehr schnell voran, aber das reicht uns ja. Und jetzt gucken wir uns hier mal mehrere Plätze an, die man anlaufen kann, wo man liegen kann. Das ist jetzt die Einfahrt zu einer tröpfenförmigen Bucht. Und dort kann man an Land festmachen. Bin gespannt, wie das da aussieht. Da die kleine Hütte ist eine Sauna. Wir liegen mit dem Bug an einem Steg, der führt direkt zum Strand. Und hinten haben wir unseren Anker ausgeworfen. Wunderschön. Wer braucht denn schon schönes Wetter? Wäre ja direkt langweilig, immer Sonnenschein. Ich
liebe bereits meine warmen, dicken Pullover. Das ist so schön. Die Einfahrt nach Bönham. Immer noch mit Fährvorsegel. Jetzt sind wir hier natürlich in der Landabdeckung recht geschützt. Wir haben aber, man soll es nicht glauben, 5 Beaufort. Kleine Böen haben. Das macht jemandem Spaß. Scheint die Sonne, wir haben 20 Grad und liegen fast wie an einem See, total geschützt. Ein kleines Häuschen mit Dusche, Aufenthaltsraum, Küche und sogar Waschmaschine. Herrlich. Und das ist der Hafen Lövig. Hier liegen wir an einem ganz kleinen Anleger, an einem Steg, mit noch 5 anderen Schweden. Und wir sind ein paar Mal um die Ecke gefahren, das heißt, wir liegen hier im Prinzip an einem See. Vom Meer ist nichts zu sehen, auch nichts zu hören. Da sieht man jetzt durch die Bäume, die deutsche Fahne, das sind wir. Heute ist windstill und wir haben, ja, ich schätze jetzt mal so gute 20 Grad. Der Nachbar meinte, dass wir heute Mittag noch 24 Grad bekommen.